Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hamtaro Ham Ham Herzschmerz. Im letzten Part haben wir hier Noki und Yubito getroffen und die wollen uns schlagen hier. Also, naja. Schauen wir uns auch mal das Bild an. Irgendwas stimmt mit diesem Bild nicht. Ja, Ham lupf mal. Die Augen, sie folgen mir. Okay, interessant. Wir gehen erstmal nach rechts. Okay. Bounce. Holen wir jetzt erstmal die Sonnenblumenkerne. Hilf, hilf. Einen. Wollt ihr mich verarschen? Gut, dann gucken wir mal, was noch da drin ist. Upp. Er ließ sich öffnen. Starry? Da ist ein Fotoalbum mit dem Titel Mini-Hams. Oh wow, interessant. Und den nächsten öffnen. Er ließ sich öffnen, juhu! Starry? Da sind viele staubige Bücher drin. Okay. Starry? Tagebucheintrag. Ich verabscheue die Kälte so sehr. Der Kamin ist mein bester Freund. Ich erinnere mich, dort ist ein Kamin. Am Spar. Komm, wir machen hier mal Feuer. Jetzt brennt ein Feuer im Kamin. Yay. Ah, schön warm. Oh. Hamha. Geisterli. Hi. Oh nein, wie ich Pärchen Baba. Was bedeutet, dass ich nie eine Verabredung haben werde, hm? Nicht mögen, okay? Gut. Wenn er uns nicht mag. Hamha? Was soll das? Ihr wagt es hier als Pärchen aufzutauchen? Pärchen, pff. Ich Baba. Alle Pärchen. Wie oft muss ich das eigentlich noch sagen? Und tschüss. Okay. Dann halt nicht. Hilf, hilf. Sonnenblumenkerne. Da will ich mehr als einen. Du erhältst 5 Sonnenblumenkerne. Okay, 5 sind auch gut. Hilf, hilf. Gut, an Blumen können wir also nicht schnuppern. Oh. Bounce. Hier ist es gruselig. Aha. Ich glaube, eigentlich will ich gar keine Antwort bekommen. Nicht aus dem Sarg. Hier riecht es alt. Moment, nein, es riecht nach Rosen. Hä? Nach alten Rosen? Okay, das sind Kerzen. Spielmu. Miau. Ecke. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie Klavier gespielt. Ich würde es aber gerne lernen. Das lernen wir sicher noch. Nochmal Sonnenblumenkerne einsammeln. Mal sehen, wie viele Sets sind. 3 Stück. Okay. Wir sind eh nicht. Aber gut, kann man nichts machen. Dann gehen wir jetzt nach links. Und du hör auf uns anzuklotzen. Da ist doch irgendwas. Boing. Oh, die Augen. Alles in Ordnung? Bautz ist ein bisschen zu schwungvoll, hm? Ja, ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen nur. Hamha! Hamha! Moment, ich meinte, ich bin ein Geist. Ihr kommt hier nicht herein. Mit Bautz. Hey, das ist nicht gerade nett. Jetzt bin ich wütend. Zu spät für Entschuldigungen. Bin ich wütend, bezwingt mich nur Feuer. Am Spar. Selbst ich wurde bezwungen. Ja, jetzt können wir da rein.
Oh, Bautz. Sonnenblumenkerne. Pfiff. Du hast 5 Sonnenblumenkerne. Jetzt haben wir über 200. Yay! Bautz. Okay, da ist nichts. Da auch nicht. Hoppala. Oh nein! Aha, schon wieder. Genauso ist Yubidu eben auch verschwunden. Hm, was ist los? Ich hätte wohl eher etwas sagen sollen, hm? Aha. Ja, warum sagst du auch nichts? Meine Fresse. Ja, das kann ich nehmen, um es irgendwo festzubinden und mich dann herunterzulassen. Wie findest du den Plan? Bischu, ich habe ein langes Seil gefunden. Ich hab's gefunden. Und keiner ist mit da. Wo alle weg? Ich muss Hamtaro finden. Noch einen Schritt weiter und ich falle in das Loch. Kann man da irgendwie Bautz machen? Und da? Warte, jetzt sind doch die OPs da. Nicht mehr. Ich bin jetzt alleine. Jetzt dürften die OPs ja mit mir reden. Oh Gott. Hamtaro, hoffentlich kriegen wir dich da bald raus. Und da muss ich rein. Aber mit Bautz komme ich da nicht rein. Die OPs waren, glaube ich, noch mit. Nein, die OPs waren da. Hamspa. Jetzt brennt ein Feuer im Kamin. Oh, schön warm. Okay, los. Hallo. Hamha. Oh, Hamha. Dank an die Glücksfee. Hier spricht ein süßes Mädchen mit mir. Hamo. Hilf. Wie staubig. Oh, Hamo, ich bin ganz ehrlich. Ich bin so glücklich. Noch glücklicher würde ich mich machen, wenn du meinen Rücken Stupsi würdest. Neues Wort. Yay, Stupsi. Schon 57 Wörter. Okay. Du hast ein neues Wort gelernt. Stupsi. Gut, dann machen wir mal Stupsi. Oh, Hamo, das ist großartig. Ich bin fast wieder lebendig. Hamo, auf zum Nickerchen. Wiedersehen, Süße. Tschüss. Hamha. Du Unterbelichtete. Tut mir leid. Macht der Gewohnheit. Hamha. Bautz? Du abgebrannter Docht. Treib keine Späße mit älteren Hamstern. Wirklich, Bautz? Mich? Als Ausdruck unserer neuen Freundschaft. Tok, tok. Du auf meine Schultern. Ah, oh, tok, tok, das brauchen wir. Yay! Wir haben das Wort endlich gelernt. Tok, tok. Okay. Du hast ein neues Wort gelernt. Tok, tok. Tok, tok. Hamo, das war spitze. Ich bin ein neuer Hamster, hm? Du Mathe Funzel, ich will noch nicht gehen. Oh, ich will noch reden. Okay. Tschüss. Gut, vielleicht können wir jetzt weiter. Tack, tack. Klonk, klonk. Hä? Was für ein komisches Geräusch. Stupsi? Oh, jetzt können wir da rein. Oh nein, Hamtaro Noki. Yubidu meine ich. Oh, wenn das nicht Bischu ist, du hast uns gefunden. Hol uns hier raus. Okay, beeil dich, schnell. Okay, und wie? Bautz? Nein, nicht die Gidugi, Bautz. Bautz. Ja, hab ich ausprobiert. Hat nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass es bei dir funktioniert, Bischu. Wir brauchen einen starken Hamster. Heyo. Oh, Hamtaro, er kam aus dem Nichts und fiel auf mich drauf. Hat mich zu Tode erschreckt. Seitdem liegt er da. Ich sehe mal nach. Hamtaro, wach auf!
Bichu ist auch hier. Du musst uns helfen, hier rauszukommen. Okay, Hamtaro ist jetzt wieder wach. Hecke? Geht es dir gut, Hamtaro? Wie du siehst, sind wir in einem Käfig gefangen. Denk schneller. Okay, Hamtaro, ich war echt besorgt. Geht es dir gut? Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir euch da rausholen. Okay, der ist... Gut. So kommen wir da auf jeden Fall nicht hin. Also so kommen die nicht aus dem Käfig raus. Gut, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ich glaube, da ist nichts. Oh. Okay, Bichu, beruhig dich. Ganz ruhig. Hamha! Wir veranstalten einen Schrubb-Wettbewerb. Macht unheimlich Spaß. Ups, tut mir leid, aber der Wettbewerb ist nur für Pärchen. Okay. Gut, dann nicht. Ham frei! Schnell, ihr müsst Hamtaro befreien. Hä? Ham frei? Ein Hamster klein fiel in einen Käfig rein? Wir müssen nun herbei und machen ihn hamfrei. Oh yeah, okay, gehen wir und schauen uns den Käfig mal an. Alles klar. Zum Glück haben wir die gefunden. Schnell hinterher. So, wir brauchen die zwei Hamster, die wir gerade aufgetrieben haben. Stupsi. So. Hamha. Hamha. Oh, was ich hier mache? Oh, seufz. Hey, nicht weinen. Oh nein. Ham frei, los. Los, mach den frei. Das ist leicht gesagt, aber das ist Stahl. Ich bin vielleicht stark, aber das ist unmöglich. Warum denkst du so negativ? Das ist lächerlich. Tust du es nicht, tu ich's. Aus dem Weg. Okay, okay, ich tue es. Herrje, mach mir Platz. Boing. Oh! Das war unglaublich. Vielen, vielen Dank. Danke. Und er sagte, es ist egal, wie stark du bist. Es ist Stahl. Das war cool. Das ist die Kraft der Liebe. Wo ist denn Noki nur hingelaufen? Hamtaro! Oh, jetzt sind sie wieder zusammen. Puh, das war wirklich rührend. Oh, wie süß. Jetzt haben wir noch ein Pärchen gerettet. Ach, ist das süß. Die Liebe des Kraftpaares ist kräftiger als vorher. Hooray! Bah, ich weiß nicht, es ist meine Liebe zu dir. Du hast dich so angestrengt und da musste ich etwas tun. Weißt du, was ich meine? Was war das? Ich habe mich total flip-flop. Okay. Geändert? Flip-flop wechseln, okay. Okay. Du hast ein neues Wort gelernt, Flipflop. Du bist der Beste in auf der ganzen weiten Welt. Hey, hey, sag nicht solche Sachen. Ich werde ja rot. Warte, jetzt kannst du das andere Problem auch beheben. Vielleicht. Versuchen wir es. Okay, tschüss. Und wir gehen mal weiter. Jetzt können wir da oben mal Harmlupf machen. Und mal gucken, was da los ist. Okay. Oh, noch ein Spiegel. Ups. Wo kommen wir jetzt da raus? Boing. Das war wundervoll. Cookie da. Kommt nur herein. Hier ist Tokfis. Zeit, was steckt da im Schrank zu spielen? Seid ihr bereit? Unsere glücklichen Kandidaten sind du und du. Was werdet ihr tun? Seid ihr dabei oder kneift ihr? Was werdet ihr tun? Okay, wir sind dabei. Okay, und der heutige wunderreiche Preis ist ein Geheimnis. Hehe, und los geht's. Finde den richtigen Schrank. Gefunden? Dann musst du an die Tür, Tok Tok. Was sich wohl im Innern verbirgt? Okay. Tok Tok.
Oh, da ist die Freundin. Verschont mich! Ha! Oh, Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ihr haltet einen fantastischen Preis. Das ist vorerst alles. Bis zum nächsten Mal. What? Was ist nur passiert? Ich habe keine Ahnung. Wo warst du denn? Ah, hm? Plötzlich war ich in einem Schrank gesperrt. Hey, Moment mal. Warst du besorgt? Warst du's? Also hast du wenigstens etwas an mich gedacht? Hihi, das macht mich glücklich. Oh Gott, jetzt sind sie wieder froh. So süß. Wie Hamtaro und Bijou sich da angucken. Das Pärchen gesteht sich seine Liebe erneut ein. Oh, wie süß. Haben wir gut gemacht. Weißt du, ich denke immer an dich. Durch dich ist mir klar. Ah. Okay. Was bedeutet das? Einfallen. Oh. Hooray. 60 Wörter schon. Sind wir schon relativ weit. Du hast ein neues Wort gelernt, klar. Wirklich? Was? Weine nicht. Ich bin so glücklich. Bitte weine nicht. Wie süß, sie sind ein so süßes Pärchen. Nicht wahr, Hamtaro? Von innen verschlossen. Okay. Am Lüpf. Dann gehen wir wieder hoch. Wir sind ja oben schließlich noch nicht fertig. Gut, jetzt sind wir hier aber fertig. Und da auch. Und jetzt können wir da hoch. Bei dem anderen, die anderen Gewinne wären, glaube ich, nur Zornblumenkerne und Steine gewesen, wenn ich mich nicht irre. Haha! Wir veranstalten einen Schrubb-Wettbewerb. Macht unheimlich Spaß. Schrubb, alle vier Platten dieses Raumes, sind sie tipptopp sauber, gewinnt ihr einen fantastischen Preis. Diese einmalige Chance dürft ihr nicht verstreichen lassen. Und der Preis ist etwas, das jeder unbedingt braucht und will. Eine Goldkarte. Oh, das brauchen wir. Sagt schon, seid ihr dabei? Oder kneift ihr? Sagt's mir schon. Ja, wir sind dabei. Die Regeln sind einfach. Stupse die Kisten, um die Geister in der roten Zone in Schach zu halten. Währenddessen müsst ihr die vier Platten säubern. Sehr schön, also los! Okay. Ich würde sagen, machen wir erstmal Stupsi. Bevor die Geister hier ankommen. Und nochmal Stupsi. Und jetzt Schrupp. Und nochmal Stupsi. Und nochmal. Und noch einmal. Und so lange haben wir schon mal eine Platte. Gut. Dann nochmal Stupsi. Und nochmal. Und nochmal. Und Schrupp. Und nochmal Stupsi. Und nochmal. Und nochmal. Schrupp. Und Stupsi. Ich glaube, wir schaffen auch zwei Kisten. Oder zweimal Schrupp auf einmal. Aber trotzdem würde ich nichts riskieren gerade. Schrupp. Und nochmal. Ja, schaffen wir locker, aber trotzdem. Und Stupsi. So, und jetzt das letzte Mal Schrupp. Und nochmal Schrupp. Ha, geschafft. Perfekt. Das ging ja relativ schnell. Glückwunsch, sehr schön gemacht. Die Platten glänzen wie verrückt. Und hier der Preis, eine Goldkarte. Yay, wir haben die Goldkarte. Hooray. Bis bald, passt auf euch auf. Alles klar, dann sind wir hier jetzt fertig und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.